Recht herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute gibt es einige Eindrücke einer ganz speziellen Disco in der Villa K, und zwar der Cumminer Disco. Peter Hinterecker präsentiert das Kachelmann-Wetter. Und im Anschluss an die Sendung gibt es wie jeden Freitag den Physio-Tipp der Woche. Menschen mit Beeinträchtigung wollen ungehindert leben, doch im Alltag begegnen sie zahlreichen Hindernissen. Diese Hindernisse sollen bei der Cumminer Disco in der Villa K in Bludenz abgebaut werden. So gesehen auch bei der Faschingsparty der Cumminer Disco. Wir haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. In der Villa K in Bludenz ist jeder willkommen, ganz egal wer man ist und woher man kommt. Gemeinsam mit der Initiative Leben in Selbstständigkeit der Caritas organisiert die offene Jugendarbeit Bludenz einmal im Monat die legendäre Cumminer Disco, eine integrative Disco für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Hier darf jeder so sein, wie er ist. Also wir sind eine Gruppe von knapp 10 Leuten. Ich bin der Projektverantwortliche, ich mache das mit der Conny von der Villa K. Und bei uns arbeiten eben Leute mit Beeinträchtigung mit, das ist das Tolle. Und ja, wir hocken immer wieder zusammen und überlegen uns Sachen und ja, man kann solche Dinge aussehen wie heute. Ungezwungen tanzen, feiern, die närrische Jahreszeit zelebrieren. Das war bei der Faschingsparty der Cumminer Disco angesagt. Etwas ganz Besonderes für die Besucher. Die Disco hat man 2008 hab mit der Disco gegründet. Und auf die Idee bin ich früher gekommen, dass man für die Leute mit Lernschwierigkeiten dass man da Disco macht. Und seither bin ich da dabei. Ein ganz besonderer Event auch oder gerade weil die Discoabende von den Besuchern selbst organisiert und durchgeführt werden. Es ist einfach wichtig, dass die Personen sich dann auch wichtig fühlen dürfen und dass sie dabei sein dürfen. Und ja, also das ist schon mal der Hauptgrund und das Wichtigste. Und so gesehen auch bei der Faschingsparty, wo Lukas auf der Bühne sein Bestes gab und das Publikum begeisterte. Da spielen dürfen ist für mich wie eine Ehre, weil das darf nicht wirklich jeder, oder? Da muss schon was auf dem Kasten stehen. Ich bin einfach reingesteigt und gesagt, jetzt muss was kommen, oder? Das geht nicht, oder? Und es freut mich immer wieder riesig, dass man das machen kann mit so jungen Leuten, oder? Ob Auftritte, Vorführungen oder Themenpartys, bei der Cumminer Disco ist alles möglich. Alle Termine und Informationen finden Sie auf www.villak.at. Eine ganz spezielle Faschingsparty für Menschen mit Beeinträchtigung. Die nächste Cumminer Disco findet übrigens am Samstag, den 11. März statt. Bei uns geht es nun weiter mit den Meldungen des Tages. Aus bislang unbekannter Ursache geriet im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in Feldkirch-Schmidgasse ein Stapel zusammengefalteter Umzugskartons in Brand. Ein Bewohner versuchte mittels eines Handfeuerlöschers des Brandes Herr zu werden, brach jedoch bei dem Versuch auf dem Balkon zusammen. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten konnten den Mann bergen und das Feuer mittels Feuerlöscher löschen. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Noch im Februar beginnen die Umbauarbeiten in der Hohenemser Harachgasse und Marktstraße. Während der Bauarbeiten sollen alle Gebäude nach Möglichkeit zumindest zu Fuß erreichbar bleiben. Beide Straßen, in denen der Fokus auf Fußgänger und Radfahrer gelegt wird, werden somit zur Begegnungszone mit für alle nutzbaren öffentlichen Raum. Hohenems hofft, so für eine Belebung der Innenstadt auch abseits des Schlossplatzes zu erreichen. Und die 22-jährige Götznerin Christine Scheier hat in der Kombination bei der Ski-WM in St. Moritz den 13. Platz belegt. Soweit die Nachrichten des Tages. Was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Wegen Tierquälerei musste sich am Landesgericht Feldkirch eine 29-jährige Hausfrau verantworten, die ihr kleines Malteserhündchen der brütenden Hitze im PKW ausgesetzt hatte. In der Bäckerei Münch in Nenzing ist die Krapfenherstellung noch echte Handarbeit. In der Faschingssaison werden pro Tag bis zu 3000 Krapfen hergestellt. Die VN durften den Familienbetrieb besuchen und in der Backstube hinter die Kulissen blicken. Die Hohenemser Innenstadt nimmt Form an. Ende Februar starten die Bauarbeiten für das dritte Baufeld. 1,2 Millionen Euro werden für 2000 Quadratmeter ausgegeben.
Wie jeden Freitag gibt es auch heute den Physiotipp der Woche von und mit Alex Fröhs. Zuvor sehen Sie noch das Kachelmann-Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. So, jetzt ist wieder soweit. Ich fahre am Berg rauf, weil Freitag, Samstag, Sonntag haben wir für euch offen. Bis Ende April und ab 1. Mai täglich. Da freuen wir uns, wir freuen uns auf euch. Und wie das Wetter wird, das seht ihr das Team vom Kachelmann-Wetter. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Wenn Sie momentan aufs Barometer daheim schauen, dann müsste er so rund 1021, 1022 Hektopascal stehen. Das bedeutet, er zeigt auf Schönwetter. Das haben wir im Großen und Ganzen auch, aber leicht störend ein Tief in großer Höhe. Das ist ein sogenannter Kaltlufttropfen, ein Höhentief. Das merken wir unten nicht. Aber in der Höhe gibt es doch ein paar Wolkenfelder, die immer wieder über uns hinwegziehen. Das wird sich am Samstag so abspielen. Unten merken wir im Wesentlichen nichts, da haben wir das altgewohnte Bild unterhalb von 900.000 Meter. Dichter Nebel, Hochnebel und der Hochnebel wird vor allem so zwischen Götzis und Bregenz recht zäh liegen bleiben, wird sich ganztags kaum auflösen. Dort also nur Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad, da bewegt sich wenig. Sonst aber die Chance, dass es im Raum Velke und vor allem dann auch so Richtung Bludenz hinein im Wallgau doch Auflockerungen und Chancen für etwas Sonnenschein gibt. Der große Rest, wie gesagt, recht viel Sonnenschein, ein paar lockere Wolkenfelder in großer Höhe, insgesamt aber gutes Skiwetter. Es ist noch recht kalt, auf 2500 Meter minus 6 Grad und auch sonst im Flachland nur leichte Plusgrade mit 3 bis 5 Grad. Dann, wie sieht's aus? Auf Sonntag hin nochmal eine Spur besser. Es geht ja, die Semesterferien gehen jetzt los und das bedeutet eigentlich optimales Wintersportwetter. Das zieht sich bis weit in die nächste Woche hinein. Am Sonntag noch dieser Nebel, auch am Montag vor allem. Er wird sich aber insgesamt weiter, die Hochnebelobergrenze weiter absinken und das bedeutet dann bessere Chancen, dass er sich auflöst. Leicht frostige Nächte und tagsüber ein Hauch von Vorfrühling. Am Dienstag bis zu 10 Grad, dazu viel Sonnenschein. Mehr Wetter auf kachelmannwetter.com. Für Gott bei Ländle TV. Herzlich willkommen, es ist wieder soweit, Physiotipp der Woche. Die menschliche Wirbelsäule. Zuerst einmal haben wir eine Doppel-S-Krümmung von der Wirbelsäule, die uns anatomisch vorgegeben wird. Wir haben 24 frei liegende Wirbel und dazwischen befinden sich die Bandscheiben. Wir haben 23 Bandscheiben, zwischen jedem Wirbel befindet sich eine Bandscheibe. Die Wirbelsäule verliert gerne an Beweglichkeit in Rotation. Die Rotation der Lendenwirbelsäule beschreibt die Drehung nach links und nach rechts. Das heißt, die Drehung vom oberliegenden Wirbel gegenüber dem unterliegenden Wirbel in Rotation. Mit zunehmendem Alter verlieren wir allgemein Beweglichkeit. Da ist die Rotation leider sehr, sehr oft mit betroffen. Wir können die Mobilisation absolut leicht zu Hause ohne irgendwelche Utensilien durchführen. Das ist für jedermann und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie legen sich einfach zu Hause auf den Rücken. Die Beine sind aufgestellt, die Arme können Sie ruhig vom Körper wegspreizen. Wichtig ist, dass beide Beine geschlossen sind. Sie rotieren jetzt von rechts nach links. Schön langsam, nicht zu schnell. Schön in die Mobilisation hineinbewegen, von rechts nach links. Wir haben sogar eine Steigerungsmöglichkeit, indem wir ein Bein ausstrecken und nur so rotieren. Von der Nullposition in die Rotation. Auf beide Seiten natürlich, immer wieder, mehrmals am Tag, wenn es geht. Ich würde es Ihnen empfehlen, jeden Tag, die ganze Woche. So, das war's schon für heute. Eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Euer Alex.